Und damit, yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder back am Start. Heute wieder eine kleine Runde Rocket League. Ich werde auch, glaube ich, mal irgendwann das Spiel wechseln, weil Rocket League hatte ich jetzt in den Wochen, glaube ich, schon viel zu oft. Ding ist aber jetzt folgendes. Oh. Folgendes. Ich habe mir im 12-Stunden-Livestream, zu dem ich erst am Freitag was sagen werde, dann werde ich nämlich ein kleines Fazit ziehen dem ganzen Geschehen. Aber ohne nicht viel vorwegzunehmen, dort wurde mir geraten, dass ich eine bestimmte Software nehmen soll für mein Mikrofonproblem. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt einmal mir ein Programm untergeladen. Das ist die Voice Mod gewesen, die ja vor ein paar Jahren mal kurze Zeit im Hype war. Na komm. Genau, die habe ich mir runtergeladen und dort gibt es halt von Anfang an kostenlos eine Einstellung, wo das Mikrofon von der Voice Mod quasi crystal clean gepitcht wird. Und das habe ich halt mal ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Also man hört es jetzt gerade. Ich versuche auch ein bisschen leiser zu sein zwischendurch, dass man auch hört, dass da im Hintergrund wirklich nichts zu hören ist diesmal. Das heißt, das Mikrofon ist jetzt perfekt eingestellt. Wie gesagt, ich finde es zwar schade, dass man das einstellen musste, aber naja, machst du nichts. Und Digga, die haben die ein Glück. Ja, wenigstens einmal getroffen. Let's go. Da ist die 1. Genau, auf jeden Fall. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen mal ein bisschen mit dem Mikrofon rumtesten. Wie das so funktioniert. Zum Beispiel jetzt rede ich gar nicht mal so laut, wie ich zum Beispiel in mein Headset reinreden würde. Weil ich finde, dass dieses Headset immer noch halt relativ viel aufnimmt oder relativ, bei recht kleineren Dezibel-Ausschlägen quasi erst was macht. Deshalb, ja, glaube ich, ist das sowieso jetzt erstmal alles trainingswürdig. Man wäre natürlich schön, wenn ich nicht so laut reden müsste. Weil dann kann ich auch in späteren Streams immer meine Stimme ein bisschen mehr in Schutz nehmen. Digga, das ist doch nicht dein Ernst. Wieso komme ich nicht an den Ball? Ist das frech. Also solange es 1-0 steht, ist ja gerade nicht so schlimm, aber Digga, das ist ja mal so frech. Komm nicht einmal an den Ball gefühlt. Auch so ein Glück mit ihrem scheiß Ball auf deren Seite. Jetzt müssen wir aber auch mal was machen. Ja, schön, 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 schön. Okay, wir müssen eigentlich nur die 1 halten. Und auch die 0 auf unserer Seite. Dann sollte das so funktionieren. Wenn nicht. Scheiße. Oh, oh, let's go. Wichtig. Ja, oh mein Gott. Schön aufs Tor. Schön aufs Tor. Holy shit. Das ist nicht so gut. Oh, okay. Komm, komm, komm. Ja, let's go, da ist die 2 und damit sollten wir das Ding doch eigentlich gewonnen haben. Unter einer Minute, Zeit noch. Boah, das ist gerade so wichtig, schön die 2 Tore mitgenommen. Ich treffe den Ball zwar in der Runde allgemein nicht, aber dafür reicht das hier ja, wie es scheint. Das reicht ja unglaublich gut. Und schon wieder haben wir einen guten Bereich von denen ab.
Abgestrichen. Oh, schon wieder. Holy shit. Habe ich den jetzt getroffen oder war es mein Mate? Ist auch egal. Das Ding sollte eigentlich in warmen Tüchern sein. Okay, okay. Das muss ich meinem Teammate lassen. Das war sehr gut. Aber alternativ hätte ich den auch reingemacht. Ich habe nämlich extra jetzt auf den Moment gewartet. Aber ey, machst du nichts. Sehr schön. Easy win, muss man einfach mal sagen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil ich den Ball halt nie berührt habe. Jetzt mit 3-0. Come on. Kannst du ja nichts falsch machen quasi. Ja. Das war irgendwo klar. Die Fläche hier ist aber auch riesig. Deswegen ist alles in Ordnung. Sie können ab jetzt auch sowieso keine Tore mehr machen. Also keine zwei Tore zumindest. Das ist, glaube ich, sogar unmöglich ab dem jetzigen Zeitpunkt. Deshalb, ja, soll das auch relativ egal sein. Und spätestens jetzt, 5 Sekunden, ist das Ding durch, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir gehen noch mal in eine normale Runde, eine ganz, ganz normale Runde. Nicht in der Runde Rumble. Also das ist ja eigentlich Rumble und Dropshot zusammen. Deswegen einfach normale Runde noch mal. Alright. Wir sind drin. In der normalen Runde. Das heißt, hier gibt es keine Rumble-Items, sondern das ist wirklich einfach nur der normale Rocket League-Fußball-Modus. Ich würde es auch irgendwie cool finden, wenn Rocket League so eine Art 11 gegen 11 Modus machen würde. Also wirklich so ein riesen, so ein XXL Fußball-Map. Und dann spielen da quasi 11, spielen da wirklich 11 Autos rum. Ich meine, ich glaube, du könntest dann wirklich richtig coolen Fußball spielen. Und je nachdem, wie viele Spieler, könntest du dann quasi auch noch eine Taktik festlegen. So, keine Ahnung, 4-4-3 oder sowas. So ein bisschen Fußballtaktik mit reinbringen und anschließend ja, hast du dann sowas wie Defenders, ein Torwart und so weiter. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. Natürlich wäre dann das Tor auch größer, weil sonst könntest du es easy zustellen, so ist nicht. Wobei angenommen, man würde das wirklich wie im echten Fußball machen, dass man quasi, also dass wir die Torgröße wie hier beibehalten, quasi mit 11 Spielern und 90 Minuten. Ich glaube, es würde auch nur maximal so 1 bis 2 Tore fallen. Je nachdem, wie gut das Team halt ist. Oh, schön, 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 schön. Ich merke schon, meine Teammates hier haben Bock. Und, oh, der ist meiner. Let's go. Let's go. Wichtig und richtig. Aber ich hätte schon gehofft, dass der reingeht. Aber dann hat er halt noch ein bisschen Nachhilfe gebraucht. Ist auch nicht schlimm. Ich nehme ihn. Let's go. Und ab die Post. Okay, 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 okay. Knapp, aber knapp. Eine Sekunde und ich hätte den Ball Richtung deren Tor geschossen, aber kein Ding. Unser Teammate regelt natürlich. Und diesmal kriegt er auch sein Tor, sein verdientes Tor, muss man sagen. Das sind schon sehr präzise Schüsse, die er abgibt. Ich glaube, der spielt höher, so, ich schätze mal, Diamant oder sowas. Deswegen, ja, kann man machen. Kann man machen. Okay, 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 okay. Ich übernehme mal hier. Zack. Sieht hoffentlich kein blauer aus. Nee, scheint auch nicht so. Perfekt. Wunderbar. Let's go, damit hat jetzt jeder von uns ein Tor geschossen.
Oh, da war er es? Nee, ich dachte schon, dachte er war das, der die Vorlage für mein Tor vorhin gemacht hat, aber nee. Nee. Und damit haben wir durch Aufgabe gewonnen. Let's go, GG. Und Barbie Girl, das ist Copyright, deswegen würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Ich beende damit heute die heutige Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Join meinem Discord, folgt mir auf Social Media. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal mit meinem Mikro wieder. Ciao.